Hi, mein Name ist Lara Hümke, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Friedesheim. Auf die Leichtathletik bin ich durch die Bundesjugendspiele in der Grundschule gekommen und habe dann auch in der dritten Klasse damit angefangen. Und mit 9 Jahren hatte ich meine ersten Pfalzmeisterschaften, bei denen ich 3 Pfalzmeistertitel nach Bad Dürkheim holen konnte. Letztes Jahr habe ich mir eine Verletzung im Fuß zugezogen, während ich mich auf die deutschen Hallenmeisterschaften in Hamburg vorbereitet habe. Da habe ich auch teilgenommen, aber ich konnte danach ein halbes Jahr nicht mehr trainieren. Und im September konnte ich letztendlich wieder einsteigen, als die Verletzung völlig auskuriert war. Und dann haben wir uns einen Trainer aus Kaiserslautern hinzugeholt, mit dem ich dann in der Wintersaison trainiert habe. Hatte ich dann nach einer harten Wintervorbereitung Pfalzmeisterschaften in Bad Bergzabern, bei denen ich sehr, sehr aufgeregt an den 100-Meter-Start ging, aber letztendlich sehr erleichtert im Ziel ankam, da ich gemerkt habe, dass ich das erste Mal unter 12 Sekunden gelaufen bin. Und mit dieser Zeit wurde ich für die Juniorengala eingeladen, bei der ich nicht nur meine Bestzeit steigern konnte, sondern auch für die EM in Grosseto nominiert wurde. Ich bin mit der Staffel nach Grosseto gefahren, kam dort leider nicht zum Einsatz, aber meine Staffelmädels haben sich nicht nur den Europameistertitel, sondern auch den neuen Weltrekord gesichert. Meine Ziele für die nächste Saison sind auf jeden Fall immer schneller und schneller zu werden und an den Weltmeisterschaften in Finnland teilzunehmen.